In diesem Video. Fahren zwei rückwärts, steht ein Spielverderber rum, beginnt der Spaß abends und stehe ich nicht im Wald. Jo, schönen guten Morgen. Na, auch schon wieder da. Hier ist Kai von Travel Camper Living aus Spanien. Wir haben gerade Daten transferiert von Tino zu mir, dass ich seine Aufnahmen für eure Videos habe. Und da hinten lauert der Feind. Sozusagen der Feind in meinem Bett, der will nämlich Porridge haben. Mit Milch. Wir haben keine Milch seit mehreren Tagen. Er begreift's nicht, unter anderem auch nicht. Ich kann doch hier nicht eine Kuh herzaubern. Wir brauchen mal einen Supermarkt. Wär toll, kannst mal googeln. Toll, der Start in den Montag ist ja mal geglückt, ne? Läuft. Immerhin draußen, mittlerweile ist das Wetter besser. Heute Morgen war komplett zu. Jetzt wieder ein bisschen Sonne. Oh, guck, die Burg ist auch noch da. Der Kai Force One, noch genauso dreckig wie bisher. Solarpanel steht draußen, füllt die Ecoflow. Alles am Start am Montagmorgen. Tino kreucht und fleucht auch noch rum. Unser Eins isst jetzt mal noch einen Happen und dann werden wir wahrscheinlich auch früher oder später aufbrechen. Letzter Blick auf die Burg. Die Solarpanels werden eingeräumt. Das heißt, es ist frisch und wir fahren ab und machen die Heizung an. Los geht's. Willkommen zurück im Cockpit. Seid noch eine Runde geflogen. Mit wem, frage ich mich, denn ich sitze hier allein im Cockpit, beziehungsweise der Offroad-Kai ist mit dabei. Der Rest streikt, Hungerstreik. Keine Milch, keine Arbeit. Dann fahren wir hier gefühlt direkt durch den Bauernhof durch und dann sind wir im Dorf. Ortseingang rechts, sagte uns gerade ein sehr freundlicher Local, ist besser zu fahren als Mitte durchs Dorf. Ist nämlich sehr eng und schmal. Ein hübsches Dörfchen auf jeden Fall und wir finden auch wieder raus, vermute ich. Früher oder später. Kleine Stadtrundfahrt später, haben wir es geschafft, rausgefunden. Ja, und da sind wir jetzt. Rechts geht's nach Madrid. Da will Tino hin, wir aber noch nicht so richtig. Wir müssen jetzt Abschied nehmen und sagen Tschüss. Bis bald. Bis bald. Er fährt jetzt nach Südspanien, ich auch. Er schneller, ich langsamer. Aber wir sehen uns nochmal und wir werden uns nicht los. Gute Fahrt, Tino. Danke für deine technische Hilfe hier am Ende der Welt. Und bis demnächst. Bis bald. Ciao. Für uns sind es heute nur noch 48 Kilometer zu fahren. Oh, Stoppschild. Muss man anhalten, gucken, wenn frei ist, fährt man weiter. Es ist frei, also aufi. Wir fahren jetzt momentan auf der N211. Tino ist noch ein Stückchen hinter uns, bis wir dann in ein paar Kilometern links abbiegen und uns nochmal in die Büsche schlagen. So, wir fahren hier links, winken nochmal dem Tino, der vorbeifährt. Ciao, mach's gut, bis bald. Und dann fahren wir hier links rum. Gott weiß wohin. Gut, was los hier? Menge Menschen unterwegs, Montagmorgen. Leider kein Supermarkt in irgendeiner Nähe, wo man noch halbwegs gescheit parken kann. Nur viele alte Gebäude. Und dann sind wir auch schon wieder raus. Tja, muss der Einkauf wohl noch ein bisschen warten und der Streik geht weiter. Wir sind jetzt auf Topstrecke unterwegs. CM 210, super zu fahren, bis der gute Fahrbahnbelag aufhört
und wir wieder spanischen Belag kriegen. Aber jetzt wieder ein bisschen rumpeliger. Jetzt mit Asphalt. Wir begeben uns wieder auf anderen Untergrund. Es wird wieder schottriger. 5,6 Kilometer noch auf Schotter. Gucken wir mal, wie die laufen. Strecke in gutem Zustand, festgefahrener Lehmboden mit ein bisschen Schotter, problemlos zu fahren, auch mit anderen Fahrzeugen ohne Allradantrieb bisher, alles recht entspannt. Bis es dann bergauf geht, erst nur leicht und geradeaus, dann immer steiler und nicht mehr geradeaus. Es schmuggeln sich ein paar Kurven in den Parcours. Normaler Kastenwagen fährt hier gut hoch, ein hecklastiger TI. Na, möglicherweise könnte das Probleme geben. Das Internet hat sich übrigens verabschiedet. Ich glaube, wir haben es hochgeschafft. Jetzt geht es nämlich wieder runter. In ähnlicher Steigung bzw. Gefälle. Wozu ich glaube ich noch gar nichts gesagt habe, sind die Bremsen vom Sprinter. Die überzeugen durchaus, also greifen ordentlich rein zu und sind deutlich besser als die von meinem Zottel. Sind auch nicht am Limit mit dem Gewicht, also machen da echt gute Figur bisher. Sehr zufrieden. Und so ganz nebenbei, landschaftlich ist das hier auch nicht hässlich. Sehr gebirgig, waldig und schön. Und entgegengekommen ist uns auch keine Menschenseele bisher. Dann lässt man so seinen Blick schweifen und sieht Folgendes. Im tiefen Spanien, reißendes Wasser, gewaltig. Und wir sind gleich da, 600 Meter noch. Da haben wir es geschafft und das Netz ist immer noch weg. Links von uns noch mehr Wasser. Das ist ja Wasserreichtum hier mitten in den Bergen. Wow, da wollen wir übrigens auch hin. Ja, und jetzt geht der Plan nicht auf, Leute. Scheiß die Wand an. Hier darf man nur bis 22 Uhr parken. Länger ist nicht. So ein Schießdreck. Ich wollte ja eigentlich entspannt nächtigen, middle of nowhere. Im Winter ist ja nichts los, im Sommer sicherlich gut was los. Mit solchen Schildern hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wir sind hier, ich glaube, in einem Nationalpark. Mist. Und jetzt wird's ganz seltsam. Warum liegen Co-Pilot und Friedrich jetzt da unten auf dem Boden? Weiten die beiden jetzt ihren Streik aus und legen sich einfach mittig in den Weg? Das Ganze wird ja immer schräger hier. Hilft ja alles nichts, wir gehen uns mal ein bisschen umgucken. Winterjacke an und ab vor die Tür. Es geht ein kalter Wind. Festhalten können wir auf jeden Fall. Alles schön angelegt hier. Die Parkplätze durchgezählt. Die Zeiten auch klar. Baden darf man am See. Feuer machen aber nicht. Tauchen auch nicht. Und mit dem Ruderboot darfst du auch nicht raus. Ganz schön strikte Vorgaben hier. Und der See mehr als randvoll. Die Böschung steht hier auch schon in der Suppe. Klares Wasser, das hier an Land schlägt bei ordentlich Wind. Baden bei dem Sturm eher keine Option. Und das Wasser sicherlich auch arschkalt. Wir sind hier immerhin auf über 1100 Meter. Und vor lauter Bäumen und Schilf sieht man auch nicht viel mehr. Schöne Sitzgelegenheiten liegen noch rum. Holz. Wird es noch abtransportiert oder kann man sich da bedienen? Ich weiß es nicht. Wenn man weiterläuft und an dem Parkplatz vorbei, kommen eigentlich nur noch Verbotsschilder, die entweder am Rand liegen, in der Gegend rumstehen. Ein Fahrrad wäre praktisch, hier geht es noch zu einer Bar, die hat aber zu laut Google, ist also auch keine Option gerade. Bike- und Wanderrouten gibt es aber ordentlich hier. Überall plätschert's und rauscht's. Echt eine schöne Location. Da hätten wir eine super ruhige Nacht verbringen können. Ich glaube, hier kommt heute keiner mehr. Es ist Montag, die sind alle am Arbeiten, die waren gestern hier. Und für alle, die nicht mitgekriegt haben, wo wir sind, ich habe es auch noch gar nicht gesagt, da. Könnt ihr selber lesen. Habt das gelesen? Gut. Tja, so viel dazu. Ich glaube, wir nutzen mal noch eins unserer weiteren Hilfsmittel. Viel Spaß.
So, seid ihr endlich auch wieder zurück. Ihr habt lang geflogen. Ich hab einen Nap gehalten. Tat auch gut. Und jetzt würde ich mal sagen, düsen wir los. Wir brauchen Netz und einen Platz zum Pennen. Und Milch. Das wird nicht einfach. Der Mist ist nämlich, wir müssen erstmal die gesamte Strecke zurück. Denn einen anderen Weg, der erlaubt ist, gibt's nicht. Also los, die Schatten werden länger. Es ist schon 16 Uhr. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gepennt, gefühlt. Und wir machen uns auf den Weg. Alles wieder zurück. Ich würde sagen, wir treffen uns vorne an der Straße. Da haben wir wieder Asphalt unter der Schlappe und fahren mal links weiter und gucken, wo es hinführt. Kein Plan gerade, immer noch kein Netz. Wir müssen links. Oh. Scheiße. Geschlossen? Nein! Wir wollen aber lang. Tja, Leute, Rückzug und Planlosigkeit herrscht vor. Ich weiß gerade auch nicht, wo lang und wohin. Scheißdreck. Kurz noch mal gedreht. Ich habe da so einen Abzweig gesehen, der interessant aussah. Da geht es ja irgendwo hin. Es ist langsam 18 Uhr, wird bald dunkel. So, die ersten 100 Meter waren okay. Jetzt geht es bergauf. Ja, hier geht es jetzt noch mal ordentlich den Hügel hoch mit Auswaschung. Das ist eine Ione und also nur ein reiner Fronttriebler. Ich weiß nicht, ob das gut käme, es ist schon sehr steil. Der Sprinter aber, wie immer, tadellos, fährt hier den steilen Berg hoch, als wäre da nur ein kleiner Hügel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns da oben erwartet. Auf jeden Fall, die Sonne ist zurück, die Verwaschungen bleiben. Uns geht immer noch weiter leicht bergauf, also wir fahren mal noch weiter. Da gibt es auch noch Sicht. So, jetzt ist nicht mehr steil, sondern Matsch. Oh, ist auch ganz nett, aber das ist nicht weiter wild hier. Weiter geht's. Jetzt wird das Ganze nochmal spannend. Mehr Matsch. Und zwar ordentlich mit Schlamm dabei. Geil. Holla die Waldfee. Das hat mal kurz richtig Spaß gemacht. Knaller. Das war noch nicht alles. Da kommt noch eine Pütze, durch die wir dürfen. Ist das geil! Ja, sorry Leute, aber das macht einfach so scheiß viel Spaß. Kann nicht anders. Das muss einfach. Und jetzt könnten wir mal einen Schlafplatz gebrauchen. Jetzt ist auch vorbei mit Schlamm. Jetzt kommen wieder Steine und Fels. Ich glaube, wir fahren hier noch die letzte Stufe hoch. Und dann einfach mal links und stellen uns da auf den Mini-Hügel. Da sind wir angekommen. Camper hat es super gemacht. Sprinter kann echt was. Stehen jetzt hier am Waldrand, Waldlichtung, gerodetes Gebiet. Nennt es wie ihr wollt. Es geht immer noch ein leichter Wind. Von da drüben sind wir gekommen. Und geil war's. Hätte ja nicht gedacht, dass der Tag noch so cool endet heute. Und das Coole ist, wir haben ja sogar 4G-Netz. Wir sind hoch genug. Aber nichts mit T-Shirt-Wetter. Kalt ist es. Wir müssen die nächsten Tage, glaube ich, mal ein bisschen Strecke machen und in die Wärme fahren. Hab's jetzt echt gesehen mit dem kalten Wind. Und der Sprinter hat noch mal ein paar neue Spritzer gekriegt. Bis hoch an die Tür. Geil war's. Echter Hammer. Natürlich muss man sowas nicht fahren, natürlich braucht man kein Allrad, aber es gibt Sicherheit und es gibt Möglichkeiten und das ist einfach das Coole dran. Es gibt einem mehr Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen auf halbwegs sicherem Weg. Denn diese Zufahrt mit einem normalen frontgetriebenen Van, vergesst es, keine Chance. Also irgendwie habe ich noch Bock auf irgendwas. Ihr auch? Kleines Lagerfeuer vielleicht? Ja, baue ich mal kurz noch den Hobo-Grill auf. Das ist ja schnell gemacht. Zack, fertig,
Feuer rein, los geht's. Mal sehen, ob das Holz, was hier so rumliegt, was kann. Da muss ich nicht meins nehmen. So, Feuer brennt, super. Ja, kommt natürlich noch Holz rein, ist drin. Und eigentlich können wir dann darauf auch kochen heute. Wird sich anbieten. Können wir ein bisschen Gas sparen. Gerade das Feuer angemacht. Kommt hier sprichwörtlich der Spanier aus dem Busch. Mit seinem Pickup kam er hier aus diesem Weg durch eine riesen Pfütze, die da wohl noch ist. Aber er sprach leider null Englisch. Ich mit meinem Spanisch, Französisch konnte auch nichts sagen. Und ich glaube, er hat sich gefreut, mich hier zu sehen. Feuer brennt auch langsam, wir entwickeln Rauch. Jo Leute, und was gibt's jetzt zu essen auf diesem schönen Feuer? Kennt ihr die typischen spanischen Maultaschen? Alternativ könnten wir auch in eine Tapas-Bar gehen, ein Cerveza trinken. Doch leider seht ihr möglicherweise das Problem an der Geschichte. Hier ist nichts dergleichen. In die andere Richtung auch nicht. Null. Wir sind hier weit und breit allein. Deswegen gibt's spanische Maultaschen. Um da einen Topf draufstellen zu können, brauchen wir natürlich einen Topfträger. Den habe ich. Juhu. Und jetzt, wo ist der Topf? Da ist er natürlich. Ich bräuchte mal passendes Feuergeschirr. Aber da ich das nicht habe, muss es der halt tun. Oh, geht schon. Wird langsam ein bisschen schattig hier draußen. Das kocht auch noch nicht. Dauert echt auf Feuer eine ganze Weile. So Leute, jetzt kocht das Luder. Ich glaube, wir können essen. Haben es geschafft. Könnte alles ein bisschen heiß und rußig sein, aber heiß ist es richtig. Das Feuer überlassen wir mal sich selbst. Das geht jetzt langsam aus. Und irgendwie habe ich nach den Maultaschen nicht mehr filmen können. Wahrscheinlich war ich so vollgefressen, dass ich irgendwann tot ins Bett gefallen bin. Hier geht's also weiter im nächsten Video. Schaltet wieder ein, abonniert gerne. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Shining through.